Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge und kommen ganz im Hier und Jetzt an. Oh, und wir spüren das Herz mit jedem Atemzug. Die Luft strömt ein in diese Falten dazwischen. Und das Herz dehnt sie aus und strafft sie sozusagen. Und diese Falten, die bisher immer nur so inwendig waren, dürfen sie mit jedem Atemzug ein bisschen mehr ausdehnen, wie sie das Herz ausdehnt und die Herzenskraft ausdehnt. Und es kommen so diese innersten Strukturen zutage, die sonst immer so innen drinnen sind und die nach außen sie jetzt glätten und ausdehnen. Und egal, was für Gefühle aufsteigen, lassen Sie einfach zu. Und gehen noch tiefer in die Liebe. So wie würde sich das Herz wie ein Luftballon so aufblasen und immer größer werden. Nicht nur seitlich, sondern auch nach oben und unten. Bis unser ganzer Körper in dieser Herzkraft, in diesem Herz sozusagen drinnen enthalten wird. Und noch ein Atemzug. Und ich bitte Lady Nada Maria Magdalena, sich zu uns zu gesellen und uns ihren Segen zu geben, um unsere weibliche Kraft in uns zu stärken durch ihre Präsenz und Anwesenheit. Das Annehmende in sich aufnehmende, transformierende. Sich vermehrende, gebärende und nährende. Und je mehr wir in diese absolute Hingabe fließen, umso leichter wird es.
Umso natürlicher fließen die Energien von Himmel und Erde gleichzeitig in unseren Körper. Und die Kraft unserer Ich Bin-Gegenwart zieht aus dem Kausalkörper genau jene Energien, die wir jetzt in diesem Prozess der Transformation benötigen. Und sie kommen von unserer höchsten Quelle zu uns durch das Kronenchakra einfließend, durch unser Herz hindurchfließend, den Solarplexus, zu unseren Füßen hinab in die Erde fließend und erfüllen nicht nur unseren Körper mit der Essenz der Antwort unserer Seele auf unsere Fragen hier, die wir auf der Erde haben, auf unsere körperlichen, seelischen Aspekte, die jetzt gerade in unserem Leben so präsent sind. Sondern sie fließen auch durch bis hinunter in den Kern, in das Herz von Mutter Erde. Mit jedem Atemzug tauchen wir tiefer und tiefer mit unseren Wurzeln ein in die Materie, in die Erde. Und wir steigen hinab, 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 bis wir das Leuchten des Herzens von Mutter Erde unter uns wahrnehmen und wie ein Magnet hineingezogen werden in ein strahlend weißes Licht, das gespeist und genährt ist von den Kristallen der Erde, von den Lichtqualitäten der Kristalle. Kristallbetten im Herzen von Mutter Erde und in all ihren Blau, Grün, Rosa, Rot, Gelb, alle Farben in Perlmutter farbenen Weiß enthalten. Und unser Energiekörper nimmt diese Farbqualitäten, die für unseren physischen Körper, für unsere Seele und für unseren Geist jetzt wichtig sind, und uns nähern und stützen und schützen auf und leitet sie weiter an unseren physischen Körper. Und während dieses Licht von unten hochsteigt über unsere Füße und unser Wurzelchakra, Sakralchakra, Solarplexus in unser Herz einfließt, verteilt sich genau jene Kräfte und Lichtqualitäten und Farben in unseren ganzen Körper hinein und tragen so zur Heilung des Körpers bei. Und wir ziehen diese Energie hoch in uns.
Und unser Herz öffnet sich mit dem einfließenden Licht der Erde noch weiter und noch ein Stückchen mehr. Und es schickt einen Impuls nach oben zur Quelle selbst, angebunden. Himmel und Erde, verbunden durch uns als die Brücke. Hey. Lady Nada, Maria Magdalena, umhüllt uns mit der Kraft des rosa Strahls, auf dem sie einst diente. Und sie geht tiefer in die Materie, in dieses rot-goldene Licht des vergangenen Zeitalters, das sie gemeinsam mit Jesus eingeleitet hat. Und diese rot-goldene Energie, das ist in unserem Solarplexus die Feuerkraft. Diese Feuerkraft, die vom Erzengel Uriel genährt wird, bringt das goldene Licht des Christusbewusstseins hervor. Wenn sie in den Dienst der Liebe eintritt, des liebenden Dienens, der Agape, und in diesem Dienst an allem Leben unseres mit eingeschlossen, empfangen wir den Frieden, den Frieden des goldenen Zeitalters, des goldenen Christusbewusstseins, das in uns geboren werden möchte. Tief in unserer Seele wohnt der Friede, der Sicherheit, dass alles so wie es ist, genau richtig ist. Und dass wir auf alles eine Antwort haben, wenn die Zeit reif ist. Und dass wir niemals alleine sind, auch wenn wir uns oft so fühlen, wenn unsere Energie absackt, fühlen wir uns oft getrennt. Und alleine. In diesem Moment erinnern wir uns an diese rot-goldene Kraft, für die Jesus und Maria Magdalena
verstehen, das Rot, das auch als Blut durch unsere Adern fließt, die Lebendigkeit des Lebens selbst. Und wenn das Leben gelebt wird in all seinen Facetten, ehrlich, offen, mit Mitgefühl, Hingabe und Liebe, dann offenbart sich die Essenz dieses tiefen Friedens. Diese Sicherheit, dass alles genau so ist. Wie es vorgesehen ist. Und wir sind ein wichtiger Teil dieser Vorsehung und wir können durch unsere Hingabe an das, was ist, alles in die nächste Ebene des Seins fließen lassen. Nur durch das Annehmen dessen, was ist, ist es möglich, weiterzugehen. Nur dann können wir das, was noch nicht in der höchsten Frequenz schwingt, durch das violette Licht hinter uns lassen, transformieren in die nächste Ebene und weitergehen. Und alles, alle kostbaren Erfahrungen daraus für uns mitnehmen. Denn deshalb sind wir auf dieser Erde. Um Erfahrungen zu machen. Das schließt Fehler ebenso ein wie Höhenflüge. Alles ist dazu da, uns stärker zu machen, uns bewusster zu machen, uns zu zeigen, wie das Leben tatsächlich funktioniert und wie wir damit zum Wohle von uns und allen Lebewesen von uns und unserer Familie am besten damit umgehen können. Und dann beginnt die Alchemie der Verwandlung, die ausgedrückt wird in der Vereinigung des rosa Strahls mit dem blauen Strahl, der göttlichen Weiblichkeit mit dem göttlichen Männlichen, woraus die violette Flamme die Vereinigung darstellt und die goldene Flamme geboren wird. Die Weisheit, die Erkenntnis. Und diese Kräfte fließen jetzt durch unseren Körper. Und reinigen und transformieren und nähren ihn mit Liebe, mit Einsicht und dem Willen des
höchsten, der höchsten Quelle von Gott, Vater, Gott, Mutter. Und wir empfangen die Essenz in Lichtcodes. Vielleicht auch in Bildern, Eingebungen, Worten, Gerüchen, Düften oder Geschmack. Ohne zu analysieren, fließen lassen. Ganz in der Essenz des Seins. Und die Hitze der Vereinigung durchströmt die Nadis unseres Körpers. Ebenso wie die Nadis der Erde. Denn unser Körper ist der Körper der Erde. Die Menschen, wir sind das Bewusstsein. Mit dem Mutter Erde gesagt hat, dass sie verschmelzen mag. Sie hat uns eingeladen, auf ihr zu wohnen und somit auch unser Bewusstsein eingeladen, sich mit ihr zu vermählen. Die Menschheit, das kollektive Bewusstsein der Menschheit ist Teil des göttlichen Bewusstseins von Mutter Erde. Und durch diesen Teil, das menschliche Kollektiv, fließen nun diese Kräfte der dreifältigen Flamme. Im Herzschlag, im Puls von Mutter Erde. Und in dem Maße, in dem wir uns für das Bewusstsein von Gaia öffnen, umarmt es uns, hält uns und gibt uns Kraft, Freude und Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und Nahrung. Und in dem Maße, wie wir diese annehmen, kann unsere Seele tiefer und tiefer und tiefer eindringen wieder in unseren Körper, in den Körper des Kollektivs der Menschheit. Die Seelenessenz senkt sich herab und berührt die Menschen, berührt uns tief in und setzt die Herzkraft in Bewegung. Und auch wenn wir nicht wissen,
wo genau sie uns hinführen wird, so wissen wir doch, dass alles zum höchsten Wohle geschieht und nichts umsonst. Hey, wir strahlen die Kraft der dreifältigen Flamme aus und dehnen sie aus immer weiter und weiter und weiter, bis sie den ganzen Raum einschließt, in dem wir uns befinden. Und sie wächst weiter und weiter und umfließt den Ort und breitet sich aus auf das Land. Und unsere dreifältigen Flammen berühren sich und vereinigen sich und werden noch stärker und stärker und stärker, dehnen sich auf ganz Europa aus. Oh, hey. Der göttliche Wille fließt. Die göttliche Liebe fließt, göttliche Erkenntnis nimmt Platz in uns, um uns, durch uns, ewiglich. Hier und jetzt. Und diese dreifältige Flamme senkt sich von Europa ausgehend hinab, 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 bis in das Zentrum von Mutter Erde, in das Herz von Mutter Erde und wird dort genährt durch die weiße Kraft der Lichtkreatrix und dehnt sich noch weiter aus und noch weiter und noch weiter und noch tiefer und noch tiefer, bis die ganze Erde in der dreifältigen Flamme gebadet ist. Kein Ort, an dem nicht die göttliche Macht regiert. Kein Ort, an dem nicht die göttliche Liebe fließt. Kein Ort, an dem nicht göttliche Erkenntnis sprudelt. Ah, hey. Manche Erkenntnis schmerzt, doch indem wir sie zulassen, verwandelt sie sich und fließt. Manche Blockade wird aufgelöst und kommt ebenfalls ins Fließen. Alles ist im Fluss, alles ist Veränderung. Alles unterliegt Gottes Macht und Kraft, denn ohne die Macht und Kraft der göttlichen Liebe wäre nichts von alledem, was ist.
control. I surrender to the law that will heal. Release control. I surrender to the flow of love that will heal. I release control. I surrender to the flow of love that will heal us all. Wie der Wind, wie das Wasser, wie das Feuer, die Erde, der Äther bin ich. Ich bin. Ich bin, dass ich bin, ohne Anfang und ohne Ende. Reines, göttliches Bewusstsein. Bewusst sein. Nichts und niemand hält die Kraft der göttlichen Liebe und des göttlichen Willens auf Erden auf. Sie entfalten ihre
vollkommene Kraft über Zeit und Raum. Im Hier und Jetzt durch Vergangenheit und Zukunft, die alle in der Gegenwart münden. Und die unbändige Kraft der Liebe vereint die Welten und hält die Planeten in ihren Bahnen. Auch die Planeten der kleinsten Atome, der Quarks und Leptonen in unserem Körper. Die Liebe ist der unendliche Magnetismus, der alles zusammenhält und gleichzeitig in die Ausdehnung bringt. Wie oben, so unten, wie im Großen, so im Kleinen, wie in uns, so auch im Außen. So auch im Spiegel. Denn es gibt nichts als die Liebe Gottes. Die uns einhüllt und durchflutet in die Heilung begleitet, da sie sich überall hinein ergießt, in die geheimsten Winkel unseres Seins. Bewusst sein, bewusst werden. Bewusste Schöpfung. Hey. Und noch einmal intensivieren wir die Kraft der dreifältigen Flamme in unserem Herzen. So.
haben. Wir bedanken uns bei Lady Nada, Maria Magdalena, Erzengel Michael, Erzengel Kamuel, Erzengel Jochiel, Erzengel Satkiel, Erzengel Uriel, Erzengel Gabriel, Erzengel Raphael, den Lenkern der sieben Strahlen, den Mahakohan, und allen Wesen der göttlichen Quelle, die uns hier und heute begleitet haben und uns ständig begleiten und durch uns wirken, uns helfen, dass wir uns wieder erinnern an die göttliche Einheit von männlich und weiblich. Von Licht und Dunkel, von Tag und Nacht. Auf dass jene Wesen, die in der Finsternis im Dunkeln Zuflucht gesucht haben, erlöst werden und weitergehen in die nächsten Ebenen. Oder auch sich hingeben in die Auflösung, da sie alle Erfahrungen gemacht haben, derer es bedurfte. Ahei. Danke, 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 danke.
Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. 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 Ah, dann möge Frieden auf Erden herrschen, im Hier und Jetzt der Ewigkeit, im Hier und Jetzt auf Erden. Und mögen alle Anteile Erlösung finden, die noch nicht. Sich wagen ins Licht. Die sich noch verstecken, um nicht gesehen zu werden. Es besteht kein Grund dafür, denn die göttliche Liebe nimmt alles an, so wie es ist. Und mögen wir immer tiefer eintauchen in diese göttliche Annahme und Liebe und Akzeptanz, auf dass wir immer mehr zu Vertretern der göttlichen Liebe werden auf Erden. Okay. Und wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge und kommen wieder langsam in unserem Körper an. Wir dehnen uns und strecken uns und spüren diese Liebes- und Lichtenergie durch unseren Körper wieder so richtig hindurchfließen. In voller Annahme und Akzeptanz dessen, wer wir sind und was wir sind. In dem Bewusstsein und in dem Wissen, dass alles fließt, ewiglich. Ahe. Danke. Danke.